Daniel, wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Danke dir für die Einladung und für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du es schaffen konntest. Natürlich. So viel mache ich ja gar nicht. Ich habe ein recht gediegenes Leben, muss man mal dazu sagen. Also ich sag immer, du bist ein Multitalent, so viel wie du machst. Ja, Hast ja schon sehr viele Sachen. ich mache recht viel. Das ist für viele Leute, das ist schwer greifbar. Die fragen dann immer, Dan, was machst du denn überhaupt? Ich glaube, meine Positionierung ist total schlecht, weil alle haben irgendwie das Ja. Gefühl, ich mache alles, aber keiner weiß, was alles überhaupt so ist. Aber am Schluss ist es Beratung, Speaking, selber Videos machen. So, das ist so die Kernaufgaben, die ich so habe jeden Tag. Genau, ich habe vor ein paar Tagen in meiner Insta-Story erzählt, dass wir reden werden und dass die Leute ein paar Fragen stellen können, die ich dann an dich weiterleite. Hammer. Und das war die meistgestellte Frage. Was macht er genau? Ja, Also das. jeder kannte dich auf jeden Fall. Jeder kannte die Videos und die Instagram-Hacks, die du immer zeigst auf YouTube und auch auf Instagram, die sind super. Dankeschön. Also im deutschsprachigen Raum findet man selten sowas. Ja, aber das ist doch, weißt du, war eigentlich, es gibt ja wahnsinnig viele Blogs, die darüber auch schreiben. Für mich war dann einfach damals so die Entscheidung auch, pass auf, Blogs gibt es schon voll viele. Schreiben kannst du eh nicht, ne? Mach halt Videos. Und das Spannende ist, man kommt nicht mehr an mir wirklich vorbei, weil ich halt sehr viele Videos zu den Themen gemacht habe. Und es ist eigentlich schon recht spannend, wie man sich da so positionieren kann. Obwohl es viele Ja. Experten in dem Bereich gibt, aber die wenigsten machen irgendwie Videos. Keine Ahnung warum. Viele machen Podcasts, viele schreiben, aber so vor die Ja. Kamera gehen die wenigsten. Und da dieser Bereich dann recht frei war, konnte ich mich da auch sehr schnell breit machen für alle, die nicht wissen, was ich so mache. Also wie gesagt, normalerweise ist mein Job eigentlich Workshops zu halten zum Thema Instagram, Influencer Marketing. Gibt es halt offene Workshops, aber ich gehe halt auch zu Unternehmen und mache Inhouse-Seminare und das ist eigentlich so mein täglich Brot, Unternehmen dabei zu helfen, einfach Instagram an den Start zu bringen und ja, wie kann man da organische Inhalte machen und wie kann man es schaffen, dass Unternehmen auch selber Content kreiert, ohne dass da jetzt eine Agentur mit dabei sein muss oder sonst irgendwas. So, das sind die Kernaufgaben. Also, falls sich jemand wirklich die Frage gestellt hat, was macht Dan eigentlich so, ist es damit beantwortet, beratend, Ja. Seminare, Leuten helfen, Strategien ausarbeiten, sowas. Super. Zu deinen YouTube-Videos. Du bringst das ja recht simpel rüber und unterhaltsam. Das ist so dein Ding. Also das mit Videos machen, das liegt dir. Ja, also ich komme ja auch aus dem Videobereich, ne? Also ich habe ja, als ich damals hier beim Radio angefangen habe, ich war ja lange Zeit Redaktionsleiter beim Radiosender Jam FM in Berlin, also ein Ja. Jugendradiosender, kennt man vielleicht auch von YouTube das ein oder andere Video. Und da habe ich damals auch angefangen mit Videos. Ich glaube, ich habe über 1000 Videos in meinem Leben produziert, vor der Kamera, hinter der Kamera. Für mich ist das so das Organischste, was bei mir rauskommt. Für alles andere, wenn ich einen Text schreiben muss, muss ich mich wirklich dazu zwingen. Aber Videos gehen recht leicht von der Hand. Wobei auch da, manchmal sieht es lockerer aus, als es ist. Ja. Ja, super, das freut mich. Das freut mich. Also ich schaue mir deine Videos sehr gerne an und auch verfolge deinen Instagram-Account. Da kann man sehr viel mitnehmen, was Instagram und Social Media betrifft. Ja, also ich versuche mir da auch die Mühe zu machen. Ich bin ja auch ganz ehrlich, weißt du, es interessiert sich ja auch keine Sau eigentlich für die Person jetzt erstmal bei mir. Also so Daniel Zoll ist irrelevant, wenn er nicht irgendwelche Themen hat, die von Interesse sind und Relevanz haben. Und dementsprechend versuche ich da halt auch immer irgendwelche Tipps zu geben, weil, wie gesagt, sonst bin ich als Person nicht unbedingt interessant. Und dementsprechend immer Tipps raushauen, Tipps raushauen, Tipps raushauen, Leuten helfen. Und im besten Fall hat man ganz viele Influencer draußen rumrennen, die, wenn es dann mal um Instagram-Beratung geht, wissen, ja, oh, deren kann uns da gut helfen. So, das ist das Prinzip dahinter Genau. im Endeffekt. Ich werde auch deinen YouTube-Kanal verlinken, Dankeschön. dass man sich an dich wenden kann. Sehr Also ist auf gut. jeden Fall interessant, deine Videos zu schauen. Ja, du, es ist auch unterschiedlich. So für viele ist es halt am Anfang ein bisschen interessant, um erstmal Basic-Erklärungen zu bekommen. Andere lassen sich ab und zu inspirieren. Das ist ja auch krass, wenn du mal meinen YouTube-Kanal anschaust. Ich habe ja wirklich sehr, sehr selten generiere ich Views von Abonnenten. Also ich glaube, 90% meiner Views kommen wirklich über Suchanfragen rein, wenn man sich Statistiken anschaut. Ja. Und dementsprechend es ist auch total spannend, wie da die Zusammensetzung ist. Also ich glaube, es gibt wirklich, die meisten Leute kommen nur auf meinen Kanal, wenn sie halt gerade vor einem Problem stehen und das googeln, dann kommen sie entweder zu meinem Kanal über Google oder gehen direkt auf den Kanal und schauen mal, ob Dan da ein Video dazu hat. Aber es ist auf Ja. jeden Fall auch interessant, weil normalerweise, ganz ehrlich, ich habe halt, glaube ich,
50.000 verschiedene Zuschauer im Monat, aber halt nur 12.000 Abonnenten. Ja. Da müsste ich mir eigentlich auch mal Gedanken drüber machen, wie ich mein YouTube so gestalte, dass Abonnenten auch immer wieder sich Videos anschauen. Ist aber eigentlich auch gar nicht mein Ziel. Das ist ja auch mal so eine Erwartungssache. Ja, aber das hast du, wenn ich mal das sagen darf, so unbewusst, aber gut hingekriegt. Du bist sehr leicht zu finden auf YouTube. Das hast du schon super gemacht. Also, wenn man ein Problem mit Instagram hat, irgendwann Begriff da eintippt, dann bist du schon dann ganz oben. Ja, wie gesagt, also das ist natürlich, man achtet natürlich auch ein bisschen drauf, wenn man die YouTube-Videos macht, wie man die verschlagwortet etc. Aber ich glaube, ich habe halt einfach auch Genau. Glück, weil nicht so viel Konkurrenz einfach im deutschsprachigen Raum da ist. Also so, ich denke, Ja. wenn jemand das jetzt hier hört und es einfach angreifen will und sagt, ey, pass mal auf, ich mache jetzt auch Social-Media-Tipps, kann man sich da sehr schnell auch breit machen, Ja. weil die Konkurrenz einfach nichts macht. Und also ich bin jetzt auch nicht der beste krasse YouTuber oder so oder habe die besten Tools, um das alles auch auffindbar zu machen, sondern wir machen das sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, so aus dem Bauch heraus, haben natürlich da auch ein paar Tools, aber ich gehe mal davon aus, dass ich so gut sichtbar bin und auffindbar, weil es halt auch wenig Konkurrenz gibt. Da Ja, habe richtig. ich Glück. Und du bist auch Speaker für Ja, verschiedene genau. Unternehmen. Genau, Ma damit. machst du Hausbesuche bei den Unternehmen oder auf Veranstaltungen, Seminaren? Also es ist unterschiedlich. Jetzt, wenn es jetzt rein um Speaking geht, also dass ich Vortrag halte, das mache ich auf großen Konferenzen. Da habe ich auch schon, also ob das jetzt von der All-Facebook-Marketing-Konferenz über eine Social-Media-Konferenz in Hamburg, eine Republika oder sonst wie was, habe ich da auch überall schon gesprochen, mache das aber mittlerweile auch In-House-Talks. Also normalerweise sind die ganzen Speaking-Ops, also diese Vorträge, die ich halte, immer auf großen Events. Aber mache ich auch in-house. Also es gibt auch häufig Agenturen, die ihre Kunden einladen und da Events machen intern und sagen, ey, wir suchen für den Tag halt eben auch noch einen Speaker, der vorbeikommt und einfach mal so ein bisschen die Realität auf Social Media mal wiedergibt, was da gerade so passiert und seine Erfahrungen ein bisschen mitteilt. Und dann gehe ich auch ins Unternehmen und halte da auch Vorträge. Ist auch krass, wie sich sowas entwickelt hat, so, dass man mittlerweile auch dafür Geld bekommt, zu sprechen. Ich weiß auch gar nicht, was da manchmal passiert ist. Bin ja so ein Kloppi, weißt du, so ein sehr Verrückter, der jetzt nicht irgendwie alles im Studium gelernt hat und irgendwie seinen eigenen Weg geht, viele Fehler macht und dann aber trotzdem mittlerweile so weit ist, dass er fürs Reden bezahlt wird. Manchmal bin ich stolz auf mich und weiß auch gar nicht, wie das alles funktioniert hat. Kannst du sein. Du, ich muss dich das fragen. Du warst auch bei der Polizei. Ja, ich war bei der Bundespolizei, ja. War das Thema Instagram bei denen auch? Auch Instagram, also da ging es, also man muss dazu sagen, die Bundespolizei, die sind ja sehr, sehr aktiv, auch im Social-Media-Bereich, viel auf Twitter, aber auch Instagram. Und die machen ein- oder zweimal im Jahr, treffen sich dann alle Bundespolizisten, die Social Media machen, treffen sich dann zu so einem Event. Und dieses Jahr wurde ich halt eben eingeladen, um dort einen Vortrag zu halten und einen Workshop zu geben. Aber da ging es ums Thema Storytelling, Ja, was ich aber wichtiges natürlich, Thema. da ich, ja, das ist total wichtig, aber finde ich auch von vielen überverwissenschaftlicht, muss man auch dazu sagen, können wir gleich drüber sprechen. Ja. Und da wurde ich eben eingeladen, um darüber zu referieren. Habe das natürlich anhand von Instagram auch gemacht, weil das ist da, wo ich mich am meisten aufhalte und man kann auch anhand von Instagram gutes Storytelling erklären. Und es ist für die voll und ganz relevant, weil die machen sehr viel Instagram. Man darf es, also auch viele Polizisten, die selber da aktiv sind, nicht nur auf den großen Accounts, sondern auch privat. Und ja, da Ja. ging es um Instagram bei der Bundespolizei. Das ist total spannend, wie die halt auch ähnliche ja, Probleme oder Herausforderungen haben wie andere Unternehmen. Also da geht es auch viel um Corporate Influencer, also wo man sagt, hey, Mitarbeiter, in dem Fall halt Polizisten, Polizistinnen, die halt auch aktiv sind und von ihrem Job berichten und sowas, wie kann man es schaffen, dass die das auf eine ordentliche Art und Weise machen? Ja, und Ja. das ist ja eine Herausforderung, die viele Unternehmen haben, die einerseits sagen, ja, wir wollen ja, dass unsere Mitarbeiter auch viel vom Job zeigen, aber haben natürlich auch Angst, dass wir keine Kontrolle mehr darüber haben, über die Kommunikation nach außen. Das ist so ein ganz schmaler Grat. Wie schaffst du es, Ja, deine auf jeden Fall. Mitarbeiter dazu zu bringen, was zu machen? Schaffst du es aber auch, den Regeln vorzugeben, die nicht so einschränkend sind, dass sie abgefuckt sind und gar nichts mehr machen wollen? Und Ja. das sind zum Beispiel auch Herausforderungen, die Polizei hat an der Stelle. Und das ist auch voll krass, Dicker. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mal so überlege, ich habe bis 25 nur scheiß Teppiche bei IKEA verkauft, ja. Okay. Und jetzt werde ich eingeladen von der Bundespolizei, ja, die Ja. durchaus mehr über mich wissen als ich wahrscheinlich selbst durch meine Akte. Ist schon geil, ne? Ja, ich stand da und meinte, ich brauche mich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ihr habt ja meine Akte gelesen.
Das ist schon krass, wie sowas passiert. Und wenn Leute dann immer fragen, Mann, Dan, also ich glaube, für Außenstehende sieht es auch manchmal krass so aus, dass ich da so unterwegs bin. Aber ganz ehrlich, das liegt an fucking YouTube-Videos. Also die Ja. fragen mich an und da sagt halt jemand, ey Dan, weil ich so, warum ich? Also warum fragt ihr mich? Und Ja. dann sagen die so, ja, ey, bei uns aus dem Team, drei Leute gucken deine Videos, die feiern dich und sowas. Und das verstehen immer so viele nicht, dass ich halt, weil viele ja so sagen, ja, mein Dan, du machst dann so YouTube-Videos, aber die schauen sich dann irgendwelche Kinder an und so, ja. Was Ja. soll denn das? Und ey, ich sage euch ganz ehrlich, jeder, der das glaubt, schön und gut, unterschätzt das ruhig. Aber meine Aufträge kommen da drüber und es ist halt echt immer wieder spannend zu sehen, wie ein YouTube-Video dich dazu bringt, ja, bei so einer Veranstaltung zu sprechen. Ja, Hammer, Hammer. und auch immer wieder, ich kann dir teilweise sagen, ich habe LinkedIn-Videos gemacht, die kaum jemand geguckt hat, aber die richtigen Personen geguckt haben und ich Ja. Aufträge in der Schweiz bekommen habe, etc. Und das verstehen viele nicht, was Video da wirklich aus. Also, das war bei deinem Podcast doch genauso. Also, ich kenne deine Zahlen nicht, aber wenn man drauf guckt, könnte man wahrscheinlich sich denken, so, ja, so relevant sind die Zahlen jetzt nicht, wenn man es vergleicht jetzt mit irgendeinem Felix Lobrecht oder so. Aber wenn nur Nee. eine richtige Person deinen Podcast hört und dir Genau. vertraut und glaubt, dass du Ahnung hast von dem, was du erzählst, worüber du sprichst, dann hat es so viel Mehrwert, das checken viele nicht. Aber kannst du und ich auch froh sein, dass viele das nicht raffen, dass es mehr ist als nur eine pure Reichweite oder sonst wie was. Und deswegen schon gar nicht anfangen, überhaupt Inhalte ins Netz zu stellen. Und wir beide machen es einfach, sei es Podcast oder Video, und Ich es habe konvertiert halt auch. Ne? irgendwann, ich habe mich ja, irgendwann habe ich mich einfach getraut. Ja, das ist voll wichtig. Und es macht mir Spaß. Jetzt, Reichweite ist nicht so mein Ziel. Ich habe ein sehr kleines Kanal. Aber letzte Woche war zum Beispiel der Jeremy Fragrance bei mir im Podcast. Ja, Und das ist auch so die live aus New Sache. York und. Wenn du deinen Podcast nicht hättest, hättest du nichts, wo du den Leuten anbieten kannst für Interviews. Weißt du, wie ich meine? Das alles, was du für Connections bekommst dadurch, viele unterschätzen das so und schauen dann nur drauf. Ja, aber der Podcast klickt sich ja nur 120 Mal pro Folge. Ja, scheiß drauf, wenn es dir Spaß macht. Das Material ist draußen, es zeigt deine Expertise. Man lernt selber durchzuhalten, man lernt Inhalte zu schaffen. Das hat so viel mehr. Also, ey, geil, dass du dich auch getraut hast, weil ganz ehrlich, für viele, der erste Schritt ist wirklich schwierig. Auch bei mir. Jedes Mal, wenn man was Neues macht, man hat Angst davor, irgendwas zu machen, weil Leute haten auch. Leute haten. Also, ich will Ja. gar nicht wissen, wie viel Hate du bekommst. So, ich bekomme ja auch Hate. Ja, So, natürlich aber an jeder. sich ist Jeder, es, der im Social Media irgendwas zu tun hat. ja, ist Das aber auch gehört dazu. kackegal. Leute Ja, ist sollen wurscht. haten. So, wenn es läuft, dann läuft's. Und ey, ich muss mich selber auch manchmal zurückhalten mit meinem Judging von außen, mit der Bewertung. Ja. Weißt du, ich schaue mir auch manchmal von Kollegen Sachen an und denke mir so, oh, das kann doch nicht funktionieren. Das kann doch nur scheiße. Das ist doch scheiße. Und dann denke ich mir immer mal wieder so, Dicker, hör auf, das von außen zu bewerten. Wenn jemand das macht, kann es funktionieren für die Personen? Und du von außen hast nicht das Recht, es zu bewerten oder schlecht zu reden, weil ich bin da auch immer sehr nah dran zu denken, so, boah, wie kann es sein, dass die mit diesen komischen Mails da bei LinkedIn erfolgreich sind, wo sie sich dann anbiedern und sagen, ich kann dir helfen. Aber ganz ehrlich, wahrscheinlich läuft deren Business richtig gut. Es ist vielleicht nichts, was ich machen würde, aber dieses Bewerten von außen und dann sagen, ja, das kann ja nicht funktionieren oder so, da bin ich mittlerweile weit von weg und von abgekommen, weil viele Dinge, wo ich gedacht habe, die funktionieren nicht, können echt gut funktionieren. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe da auch die Erfahrung gemacht. In meinem kleinen Podcast hier geht es eigentlich um die neuen Gründer, dass wir denen Mut machen, dass wir ihnen Geschichten erzählen von erfolgreichen Menschen wie bei dir jetzt oder die in anderen Gästen, dass die Leute das sehen, dass es kann funktionieren. Man hat einen kleinen Traum, man macht einfach, zieht durch und es kann Ja, klappen. voll. Und Die Sache das ist die, möchte ich mit meinem Blog und dem Podcast halt ein bisschen so rüberbringen. Und bis jetzt funktioniert das echt, echt super. Kommt auch. und man darf das nicht unterschätzen, wenn du Leuten hilfst, du wirst irgendwann was dafür zurückbekommen. So, ob das jetzt irgendwie geldmäßig ist oder nicht, wenn irgendjemand sein Startup gründet, wenn du ihm Mut gemacht hast, wenn da mal irgendwas funktioniert, das wird alles zurückkommen so. Und ich finde das auch Ja. wichtig, den Leuten Mut zu machen und ihnen auch mal ein bisschen die Angst. Ey, guck mal, ich bin jetzt kein krasser Unternehmer oder sowas. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ich habe eine Sache gelernt. Und zwar, es ist zwar alles nicht so leicht, aber es ist auch alles nicht so schwer.
Und ich glaube, eben so Schritt für Schritt zu machen und den Leuten das mal mitzugeben. Weißt du, ich habe mich auch irgendwann, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich hatte keine Ahnung davon, wie gibt man einen Workshop, wie vermarktet man sich groß selbst oder so, sondern ich habe halt einfach gemacht so und ich habe gegoogelt, ehrlich gesagt. Und ich habe mir Sachen angeguckt und ich habe ausprobiert und ich habe gefailt. Aber ich habe auch Kooperationspartner gefunden und alles. Und ich glaube auch, das kann jeder irgendwie für sich machen, wenn man einfach anfängt. Und halt Schritt für Schritt geht, ne? Ich habe mich mit 18 selbstständig gemacht. Abgefahren. Und ich bin jetzt 32. Und damals musste man sich sein Wissen anlernen oder wirklich durch sein Umfeld die Leute ausquetschen. Ja. Weil die hatten keine Lust, dir was zu erzählen, weil die keine Zeit hatten oder weil die keinen Konkurrenten aufbauen wollten, was auch immer. Es war Ja, klar. schwierig. Und jetzt in der vernetzten Welt möchte ich auch ein bisschen zurückgeben, so. Das ist so mein Gedanke. Ja, ist ja auch über, Mann, am Schluss so, ich meine, sei gut Mensch, ja oder nein, ist erstmal irrelevant, so, du gibst was zurück, ja, und für dich ist Ja. auch Marketing gleichzeitig, von dem her ist es halt eine Ja. Win-Win-Situation, so. Genau, Wichtig, genau. wichtig ist nur, dass die Leute da draußen dann, das habe ich halt auch so oft gemerkt, hatte ich mal ein Video zugemacht, dann auch irgendwann anfangen, was umzusetzen und nicht nur die ganze Zeit sich inspirieren und motivieren lassen von jemand anderem und dann aber nicht einen Arsch hochbekommen. Das merke ich auch sehr, sehr häufig, dass zu viele Leute sich immer geilen Input holen und dann auch schon alles wissen, wie es geht, aber nie schaffen, irgendwie einen Output hinzubekommen und das ist auch nicht gut. Also muss man auch Daniel, immer aufpassen, Alter. das wäre so jetzt meine nächste Frage. Wie motivierst du dich selbst? Was gibt dir so einen Kick? Weitermachen. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe auch echt Löcher, so Motivationslöcher, Hat wo ich jeder. mich so frage, okay, warum machst du das eigentlich alles? Weil es macht mir Spaß, aber es ist manchmal auch stressig. Und ich hatte letztes Jahr so einen Punkt, es lief echt alles super. Und Ja. auch so finanziell lief alles super. Und dann hat mir irgendwie voll der Antrieb gefehlt. Und da ich, also es hört sich jetzt vielleicht voll traurig an so, aber also ich habe weder eine Freundin noch ein Kind oder sowas, Ja. hatte halt nicht irgendwie groß, also ich hatte keine Verantwortung, außer für mich selbst. Und Ja. habe halt gemerkt, okay, mir geht es jetzt echt gut finanziell gerade. Und habe mich dann gefragt, okay, wofür machst du das jetzt eigentlich gerade noch so? Ich helfe Leuten total gerne, aber auch das. Dieses Selbstlose kann mich nicht jeden Tag auf, also weißt du, das motiviert mich nicht jeden Tag, oh, du hilfst heute wieder mal Menschen. Und für mich war dann so, ich habe dann, ganz ehrlich, ich habe mein Haus gekauft Ja. für meine Eltern, die gehen in Rente. Habe ich gesehen. Und ich habe da in Brandenburg so ein Haus gekauft und habe Ja. jetzt halt das erste Mal wieder so einen gewissen Druck, also auch finanziell. Ja, das Ja, war jetzt ja. nicht so teuer, aber ich habe ja natürlich auch einen Kredit aufgenommen, so ganz normalen Stuff gemacht und weiß Klar. halt jetzt wieder so, wofür ich das mache. Und zwar für zum einen halt, damit meine Eltern halt schöne Rente haben, damit ich auch für meine Zukunft dort wohnen kann und so. Und ich habe mir dann selber wieder sowas geschaffen. Vielleicht ist es auch nicht die richtige Motivation. Viele sagen, ja, deine Motivation muss von innen kommen. Scheiß mal auf alles, was Leute erzählen. Für mich war das eine große Motivation, weil ich gemerkt habe, ey, ich möchte meinen Eltern jetzt was Gutes tun. So, die haben sich immer um mich gekümmert. Ja. Und das ist mir wichtig. Und habe mir dann da halt irgendwie das vorgenommen, da ein Haus zu holen und das zu machen. Und das motiviert mich gerade. Ich bin ganz ehrlich, ich gehe manchmal, das hört sich jetzt total dämlich an, aber manchmal, wenn ich halt mir so denke, boah, du hast heute nicht so viel Bock, dahin zu gehen Ja. und einen Workshop zu halten oder so, dann denke ich mir so, hey, Dicker, das ist auch wieder ein Fenster, was du heute verdienst. Oder eine Kücheninsel. Oder das ist eine Haustür, die du heute verdienst. Und Ja, Mann, ist denk aber halt, so. Ist denk wirklich dann immer so. so genau in so einem Gegenwert und denk mir so, hey, du kannst dir dafür dein Häuschen schöner machen, so. Ja. Weil das Geld an sich, also das muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht, dass ich jetzt rich bin oder so. Ganz ehrlich, ich kenne Leute, die verdienen tausendmal mehr als ich. Hab nicht so viel Geld oder so, aber irgendwann als Einzelperson reicht's so für den Genau. Alltag. Ja, Und ich ja. musste dann für mich halt, weil es ist jetzt nicht unbedingt immer eine Herausforderung, die Arbeit, ja, und wenn ich keine Herausforderung habe und das Geld nicht wichtig ist, muss ich mir halt einen anderen Grund suchen und das war für Ziele mich sehr, schaffen. sehr motivierend, so. Ja, Ja, das finde genau. ich echt Und ich habe super. halt nicht, ganz ehrlich, ich habe auch mal so versucht mit dieser ganzen Selbstoptimierungsgeschichte und ich finde es gut, Leute sollen es von mir aus machen, so 5 Uhr aufstehen, 20 Minuten lang meditieren, 20 Minuten Nachhaltigkeitsübung, 20 Minuten Sport. Und dann wären sie auch der nächste Jeff Bezos. Aber mir ist das irgendwann so aufgefallen, das
die Selbstoptimierung, für was soll ich es überhaupt machen? So, weißt du, ich suche auch immer so, für was? Ganz fürchterlich, das Luxusproblem. Menschen sind individuell. Und ja, bei manchen Menschen funktioniert das nicht. Da funktioniert wirklich nur dieses hart mit dem Hammer draufhauen, Ziel machen, entweder Haus bauen, Kind kriegen oder sein Auto tun, keine Ahnung. Für irgendwas braucht man immer Geld. Und dann vielleicht sich selbst Druck. Sowas zu erschaffen. Genau, finanziellen Druck. Ich glaube, Bodo Schäfer, der nennt das Leverage. Ja, ich habe Bodo Schäfer nicht alles reingezerrt, aber das ist, also für mich war das total wichtig zu sagen, weil, also, man, es hört sich jetzt auch bescheuert an, nicht, dass die Leute ein falsches Bild bekommen, aber so, für mich hat es jetzt nicht einen Unterschied gemacht. Im Alltag konnte ich mir, wenn ich essen gehen wollte, konnte ich essen gehen, so, weißt du, wie ich meine, von dem Geld. Und dann dachte ich mir, ich brauche irgendwie was anderes, sonst macht man Dummheiten und so. Und dementsprechend, für mich war selbst aufgebauter finanzieller Druck wichtig. Und zum anderen auch so, ja, für meine Eltern was Gutes tun an der Stelle, auch das motiviert mich, ehrlich gesagt, aufzustehen. Und mich motiviert halt nicht sowas, weißt du, ich kenne auch Leute, die sind so motiviert, ja, ich hustle jetzt rein, weil muss ich in 10 Jahren nicht mehr arbeiten, so, dann habe ich passives Einkommen und so. Und ich denke mir so, mir macht mir meine Arbeit voll Spaß. So, ich will auch in 10 Jahren noch auf die Bühne weiterarbeiten, speaken und so. Also, weißt du, ich will jetzt nicht jetzt so viel arbeiten, damit ich später nicht mehr arbeiten muss. Ich will immer halt das arbeiten, wo ich Spaß dran habe, und dann ist mir egal, ob ich mein Leben lang arbeiten muss, weil wenn es mir Spaß macht, ist es super. Und ich hab da schon viel, das ist schon viel Motivation für mich, was ich immer weiß, wenn ich rausgehe, kann ich das machen, was ich machen will. Es ist sehr, sehr selten, dass ich mich wie ein Söldner irgendwo hinstelle und was nur für Geld mache. Das motiviert mich schon auch, aber wie gesagt, für mich war die größte Motivation, ja komm, mach dir mal selbst ein bisschen finanziellen Druck, sodass du auch da... Sowas funktioniert. Ja. Also bei mir, es muss auch jeder für sich selber wissen, was ihn antreibt. Weißt du, wie ich meine? Und ich weiß halt so, ich habe eh immer einen innerlichen Antrieb. Ja, der ist da und der wäre auch da geblieben, wenn ich mir keinen finanziellen Druck gemacht hätte. Ja. Aber das hat mich halt zusätzlich motiviert. Genau. Es hat mir halt einen guten Grund gegeben, Geld zu verdienen an der Stelle. Und ja. Ja, super. Und ein Haus ist natürlich ein sinnvolles Projekt. Und es ist auch schön. So, es ist auch jünger war, habe ich mein Geld für Autos ausgegeben. Im Nachhinein fand ich es dumm, aber damals fand ich es cool und habe das gelebt. Ja, das ist auch geil. Und das ist halt bei mir so. Weißt du, Leute sagen auch, ja, hol dir doch ein Auto. Sag ich, Digga, ich brauche kein Auto, Mann. Ich fahre mit der Bahn und einem Bus. So. Und, deswegen. Das ist nicht deine Passion und fertig. Genau. Ne? Ich habe noch gesehen, du warst bei Ben in Frankreich. Hast da beim Hausbau ein bisschen geholfen. Ja, auch auf jeden Fall. Ben und ich haben ja damals gemeinsam die Ausbildung beim Radio gemacht. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit 9 oder 10 Jahren. Sind wir Best Buddies. So. Wir haben ja gemeinsam, wie gesagt, unser Volontariat hier gemacht bei Radio Jam. Wir haben die ersten Videos miteinander gedreht. Ist auf jeden Fall auch immer sehr motivierend, wenn man solche Leute in seinem engen Freundeskreis hat. Ja, auf jeden Fall. Die solche kommt er mal helfen? Kommt er jetzt mal rüber, um zu helfen? Also wir waren jetzt am Wochenende, er hat mich jetzt ja besucht. Wir waren von Donnerstag bis Samstag in Brandenburg. Ich habe nur wenig Stories gemacht. Ich mache in meinem Privatleben nicht so viele Stories. Aber ja klar, der ist auch beim Helfen dabei. So. Also wenn er Zeit hat, dann hilft er auch mit. Ist er auch verpflichtet, nachdem wir da seine Decke abgehängt haben. Ja. Aber ja, also das ist sowas zum Beispiel, finde ich auch sehr motivierend, wenn man solche Leute im Umfeld hat. Ich bin jetzt keiner, der sagt, Mann, du weißt es selber, wenn du Bodo Schäfer hörst oder sonst wie was, weißt du, man sollte sich auch Freunde suchen, die einen pushen und sowas. Ja. Ich suche jetzt meine Freunde nicht unbedingt danach aus, ob sie besser sind oder erfolgreicher im Geschäft, sondern auch wegen anderen Ebenen. Aber Ben ist zum Beispiel einer, von dem man sehr, sehr viel auch mitnehmen kann an Motivation. Und also der ist halt einfach diszipliniert wie Sau. Ne? Ja. Ich habe halt auch einen großen Vorteil. Ich bin an sich ein richtig faules Stück. Richtig faul. Aber ich habe ein bisschen mehr Disziplin und Überlebensdrang, als ich faul bin. Und dementsprechend geht es bei mir immer voran. So. Ich könnte wo ganz anders sein, wenn ich... Ich arbeite ja nicht so lange. Heute nach dem Podcast bin ich raus. Ja. Also ich versuche nach 14 Uhr nicht mehr zu arbeiten. Also das, was andere als Arbeit empfinden, sowas wie E-Mails schreiben, ans Telefon gehen. Du, ich arbeite die ganze Zeit. Ich hänge am Handy. Ich schaue ja anders Instagram als andere Leute und schaue mir anders YouTube-Videos an als andere Leute. Aber... so Menschen wie Ben, die halt natürlich noch mehr durchhasseln, die motivieren da auch, haben aber auch noch mal mehr Disziplin. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe den roten Faden komplett zerschossen, aber... Das ist perfekt, das ist wie geplant.
Das läuft bestens. Hast du noch Kontakt zu Anna vom Radio? Natürlich, also Anna ist nur momentan ist jetzt krank gerade, aber klar, Anna und Okay. ich, wir reden viel, wir sehen uns eigentlich jede Woche, wir FaceTime sehr, sehr viel. Anna ist sehr speziell, ist ein krasses Ja, aber Talent. sie ist cool drauf, ja. Anna ist Voll, cool. also das ist auch ein schmaler Grat immer, weißt du, wenn du so Leute, ich weiß nicht, ob die Leute Anna kennen, aber sonst sollten sie mal abchecken, Anna Jamfm bei Instagram. Anna Auf jeden ist, Fall. sie ist eine Marke so. Solche Leute findet man sehr selten, die sich trauen, so echt vor die Kamera zu gehen. Es hat aber auch Vor- und Nachteile, ne? Also Anna, so viele Türen, die sich öffnen, weil sie so spricht, wie sie spricht, so viele schließen sich auch wieder, weil sie so spricht, wie sie spricht. Ja. Die wird auf jeden Fall einen härteren Weg zu gehen haben, als wenn sie glatt gebügelt wäre, aber dafür kann es halt extrem erfolgreich werden. Weißt du, ich war ja hier im Sender, so Leute wie Ben, mit denen ich Ausbildung gemacht habe, so Leute wie Larissa Ries, die hier Volontariat gemacht hat, mit der ich die ersten Videos gemacht habe. Es waren immer sehr spezielle Leute, aber wo die jetzt stehen, ist krass. Und Anna, wenn Anna es schafft, nicht von der Polizei in den Knast gesteckt zu werden, aus irgendeinem Grund, aber man Ja. weiß es nicht bei ihr und ihrem Leben, Ja. dann muss sie eigentlich sehr berühmt werden. Und Ja, das natürlich schafft sie, das schafft mache sie. ich viel mit Anna, weil mich das auch inspiriert, solche Leute. Und ich da halt auch immer wieder so einen jüngeren Dan sehe, der auch Ja. sehr, sehr verrückt war, aber ich mich halt in eine andere Richtung entwickelt habe. Ja. Ja, Anna ist krass. Auf jeden Die Fall. funktioniert auch krass auf TikTok, ey. Die haben letzte Woche wieder einen Hit mit ihr gelandet. Das ist Super. unglaublich. Und ich sage zu Anna immer eine Sache, weil sie immer so, ja, Dan, kannst du mich da beraten und was soll ich machen? Ich sage so, Anna, ich will dich gar nicht immer zu sehr beraten, einfach aus dem folgenden Grund, ich würde dich aus vielen Sachen rausberaten, einfach aus dem Grund, weil es stressig ist und Arbeit macht. Und genau dann, wenn du einen Shitstorm bekommst, weil du halt mal wieder gemacht hast, wie du gedacht hast und dich hast nicht Ja. vorberaten lassen, das ist zwar viel Arbeit und auch manchmal schlecht für dein Image, aber es bringt dir halt auch sehr, sehr viel. Und ich würde Anna immer rausberaten aus solchen Sachen. Einfach nur, weil ich Ja. weiß, es ist voll anstrengend so. Aber genau das sind die Dinger, die sie halt nach vorne bringen. Und deswegen sage ich immer, Mensch, Anna, ich sag dir gerne meine Meinung, aber mach du lieber. Und wenn du Scheiße baust, dann komm zu mir und ich hol dich da wieder raus. Ja. Aber es ist wichtig, dass Leute wie du auch Scheiße bauen, einfach aus dem Grund, das macht dich aus. Und das ist das, was halt am Schluss Freunde und Feinde macht. Aber das ist das, was man braucht. Und ich bin ja doch Ja. sehr, 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 sehr glatt. Also jeder, der mich auf Talks hört, ich habe schon eine verkorkste Sprache und nutze Schimpfwörter und so. Aber ich bin sehr, Real. ja, real, Real. aber trotz alledem, ich bin nicht so authentisch, wie ich eigentlich bin. Ich Okay. habe ein authentisches Video-Ich, ich habe ein authentisches Bühnen-Dan-Ich, wenn ich alles sagen würde, was ich mir so denke, dann, Ja, Digga, dann natürlich. geh ich einmal auf die Bühne und nie wieder. Wie So, auf. und also ich bin schon sehr direkt und so, aber sowas wie so wie Anna niemals. Die Anna haut raus. Ja, du und ich, allein ich bin schon zu viel für viele Kunden. Also wenn mich Kunden auch anfragen, ist für mich immer, kennst du mich? Weißt du, was ich mache? Weißt du, wen du dir da ins Boot holst? Ja. Nicht, weil ich schlimm bin oder so, aber ich bin realistisch und direkt. Ich habe keine Zeit, Dinge zu beschönigen, nur damit jemand die Formulierung gut findet. Das finde ich wichtig. Und du, es hat sich für mich auch gezeigt, dass es Zeitverschwendung ist, verdammt nochmal. Ist so. Jeder hört, du, jeder, der mal im Konzern war, weiß, auch in der E-Mail, die nett umschreibt, dass du ein Arschloch bist, hörst du das Arschloch raus. Auf Und jeden ich Fall. spare mir das halt. Ich bin für mich selbst verantwortlich und ich muss nicht unternehmensgetreu handeln. Und deswegen Genau. sage ich auch, wenn ich finde, dass was dumm ist und wenn was blöd ist. Und Ja. das hat es nicht persönlich gemeint, aber das ist halt dann ehrlich und sehr direkt und das passt auch nicht zu vielen. Und da habe ich auch schon Kunden, die mich nicht buchen, weil ich halt Dan bin. Aber es gibt halt Okay. auch Kunden, die mich genau deswegen buchen, weil ich Dan bin. So. Und die Also will ich ich würde haben. dich buchen, weil du Dan bist, auf jeden Ja, Fall. du, und das ist halt auch mein Ziel, so, also weil auch viele Leute, diese Motivationsfrage oder wo willst du hin, die habe ich mir so nicht gestellt, immer groß, aber mein großes Ziel ist halt, möglichst so sein zu dürfen, wie ich bin und damit durch mein Leben durchzukommen. Sowohl wirtschaftlich, dass ich damit mein Geld verdienen kann, aber halt auch privat, dass ich so sein kann oder darf, wie ich bin. Und eigentlich darf ja jeder so sein, wie er ist. Ja, ist halt nur Ja, die das Frage, vergessen viele. Das vergessen wie. viele an sich selber. Die Ja, klar. versuchen sich immer anzupassen, obwohl das meistens nicht nötig ist. Ja, und das ist eine Erwartungshaltung. So, wenn du dich Genau. anpasst, hast du es leichter. Ja, aber dann Ja. wirst du halt wahrscheinlich auch durchschnittlich bleiben. Ja, muss nicht Ja. sein.
Ja, aber da bist du halt einer von vielen, was auch okay sein kann. So, absolut. Klar, Und wenn klar. du es halt so bist wie ich, das ist immer ein schmaler Grat. Manchmal passe ich mich an, aber also in 9 von 10 Fällen mache ich das. In einem Fall muss ich mich rauslassen, also muss ich alles rauslassen, was ich in meinem Kopf habe. Und das macht mir auch viel wieder kaputt, aber das ist wichtig für mich. Und Ja, darf ich nicht unterschätzen und darf ich auch nicht drin behalten, weil dann sonst ist es nicht das Richtige für mich. ja. Dann würde ich das auch nicht lange durchhalten. Genau. Daniel, ich habe mir 3 Fragen ausgesucht, die bei Instagram gestellt wurden und die würde ich dir gerne stellen. Die erste ist, große oder kleine Hashtags und wie, hat jemand geschrieben. Weil bei Hashtags gibt es ja eine, die haben eine große Reichweite und dann wieder kleinere. Welche Hashtag Ja, sollte man benutzen? also erstmal, ich will das Ganze jetzt hier nicht aushebeln. Ich glaube, die Hashtags sind halt so die Kirsche auf dem Kuchen. Ja. Und es ist wichtig, dass der Kuchen schmeckt und nicht nur die Dekoration. Am Anfang können Hashtags trotz alledem noch dafür sorgen, dass du neue Leute erreichst. Im besten Fall versuch es mit einer Mischung aus groß und klein. Probier dich da selber aus, was bei dir funktioniert. Problematisch ist halt, du kannst in Analytics jetzt nicht groß herausfinden, welches Hashtag wie funktioniert hat. Und Problem Nee, bei Social nee. Media, wir sind halt nicht in einem Labor. Und wenn du jetzt rumprobierst, nur weil was diese Woche Montag um 15 Uhr funktioniert hat, heißt es halt noch lange nicht, dass es nächste Woche Montag um 15 Uhr auch so ist. Weil Genau. entweder ist der Content ein anderer, die Konkurrenz hat mehr gemacht, die Internetverbindung ist schlecht, die Leute sind vielleicht im Urlaub, es kann so viel mitspielen. Deswegen ist es schwierig, da auch für sich selber Tests zu machen. Und was ich dir nur empfehlen würde, ist, recherchiere wirklich gut nach Hashtags und guck mal, welche Hashtags deine Zielgruppe wirklich verwendet, um einerseits zu kommunizieren. Bedeutet, manchmal verwendet die Zielgruppe, die nennt dein Produkt zum Beispiel anders als du in deinem Firmenschnack. Da würde ich mal drauf achten, wenn du was zum Thema Hashtags gut machen möchtest. Schau mal, welche Formulierungen Leute benutzen, wenn es um dein Produkt oder dein Unternehmen geht. Kurzes Beispiel, man sagt jetzt vielleicht, du bist ein Bäcker und du sagst vielleicht Krapfen zu deinen Pfannkuchen, ja, aber in Berlin heißt es halt Pfannkuchen oder so. Ich Genau, weiß nicht, ob genau. das, also überlege, wie spricht deine Zielgruppe zuerst und versuch diese Sachen auch in deinen Hashtags mit einzubauen. Und dann überleg dir auch mal, wie sich deine Zielgruppe gruppiert in Hashtags. Also gibt es vielleicht sowas, wenn wir jetzt so von der Mama-Community ausgehen, werdende Mütter, die sich mit Hashtags Mom2B oder sowas, weißt du, wie ich meine, Ja. gruppieren. Also darauf würde ich achten, jetzt mal weit ab von großen und kleinen Hashtags, da mischst du, aber geh mal wirklich in die Tiefe rein und guck mal zum einen, wie spricht deine Community, gibt es da spezielle Hashtags und wie organisiert sich die Zielgruppe, die du ansprechen möchtest? Gibt es da vielleicht sowas wie Moms to be oder was weiß ich, du verkaufst Fahrräder und nimmst nicht das Hashtag Fahrrad, sondern Fahrradfreunde Mörs oder sowas, weil sich Genau. halt da lokale Fahrradfreunde aus dem Bereich Mörs zusammentun und würde mal in so eine Richtung denken. Aber generell, Also ja, ein Mix und gute Recherche. ja, also ich würde, geh tief rein, also recherchiere nach ordentlichen Hashtags. Weißt du, du kannst dir auch immer wieder die Statistiken anschauen und Hashtags-Analysen, aber die sagen jetzt so, nächstes Jahr so. So, dann Ja. heißt es wieder 3 bis 5 Hashtags, sagt auch Instagram, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die meisten, nachdem sie 5 Hashtags gemacht haben, nur noch irgendwelche komischen, random Hashtags einbauen. Und deswegen heißt es dann halt weniger Hashtags. Und dann sagen Leute, ja, nimm große, nächstes Jahr heißt es, nimm kleine. Ich würde mich nicht unbedingt nur auf die Hashtags auch fixieren, weil ich glaube nicht, dass der große Kampf, den gewinnt man damit nicht. Das ist am Anfang noch ganz gut, weil man neue Leute erreicht, aber früher oder später baut man sich anders eine Community auf. Okay, super. Eine oft gestellte Frage: Spielt denn PC-Games FIFA zum Beispiel, stand hier? Nee, ich zocke eigentlich gar nicht. Ich zocke nur momentan Mario Kart auf dem Handy. Ich weiß auch nicht Super. warum, aber der Kollege Michael Pretorius war hier und er meinte, er ist da drauf klatschen geblieben. Da habe ich mir runtergeladen. Jetzt bin ich da drauf Ja. klatschen geblieben. Ansonsten spiele ich nicht. Nee, ich habe eine Zeit lang mal League of Legends gespielt, aber auch Ja. bloß, weil ich bin ja auch als Eventmoderator unterwegs und habe zum Beispiel damals auf der das YouTube Gaming Event, den Launch moderiert auf der Gamescom. Und im Vorfeld dachte ich, ich muss mich ein bisschen besser mit den Games auskennen und habe dann angefangen, League of Legends zu spielen. Und da bin ich dann drauf klatschen Ja. geblieben, ein halbes Jahr. Habe dann also die ganze Zeit League of Legends gespielt, aber Okay. ansonsten, nee, zocke ich nicht. Wenn dann nur auf dem Handy. Zum Zeitvertreib halt, also jetzt nie kein Ja, so. großes Hobby.
Nee, auf keinen Fall so. Das ist, ich war nie so der Gamer. Wie gesagt, nur einmal League of Legends, da bin ich klatschen geblieben und das hat auch echt viel Zeit geraubt. Also Auf da jeden hat man Fall. schnell jeden Abend 3, 4 Stunden noch ein Spiel und dann habe ich wieder gemerkt, oh fuck, das kostet mich schon sehr viel Zeit. Ja. Daniel, die letzte Frage. Ich habe keine Schokoladenseite. Was soll ich posten? Es kommt aufs Thema an, so. Also, wenn du dich hässlich findest und dich nicht zeigen willst, dann musst du halt eine andere Darstellungsform finden. Entweder du setzt dir eine Maske auf, wenn du trotzdem selbst präsentieren willst, klatscht dir Ja. einen Face-Filter drüber oder arbeitest halt mit was anderem. Also, ich finde immer so, vielleicht hast du ja eine schöne Stimme. Ja, vielleicht kannst du ja irgendwie, also generell kann man nicht sagen, was dann gepostet werden soll. Das müsste man sich halt genauer anschauen. Was hast du für Das ein, war jemand aus welchen der Hardware-Welt. Der aus der was? präsentiert Hardware? Hardware. Ja, der präsentiert so Hardware. Wie nennt sich Ich das? würde halt, also, Pack-Opening. Pack-Opening macht okay. er. Auf Instagram so kleine Videos, wie wenn man ein iPhone auspackt oder so. Genau. Wenn die Person wirklich interessiert daran ist, dann soll sie mir doch einfach mal bei Instagram schreiben und dann gucke ich mir mal den Kanal an und kann vielleicht auch mal einen Tipp geben. Aber ich bin auch ganz ehrlich, solche Ratschläge pauschal zu geben, mache ich nicht mehr. Einfach aus Ja. folgendem Grund. Ich weiß nicht, was hat die Person sonst so für Skills, was hat sie für Inhalte, wie viel Zeit hat die Person, wo kommen die Kunden her, was ist wirklich das Ziel? Ja. Weil ganz ehrlich, so, wenn Instagram nicht meine Haupteinnahmequelle ist und ich meine Kunden darüber nicht ziehe, dann würde ich versuchen, möglichst wenig Zeit reinzustecken, aber trotzdem einfach stattzufinden. Wenn die Person jetzt zuhört, schreibt mir doch mal bei Instagram und vielleicht können wir, wenn wir eine Viertelstunde FaceTime, herausfinden, was für dich ein gutes Format sein kann. Aber das hat wirklich, du weißt es doch selbst, das müssen die Leute wissen. Wenn ich der Person jetzt sage, ja, dann mach doch einen Podcast und sagt die, ja, meine Stimme ist auch scheiße, war der Tipp für den Arsch. Wenn ich jetzt sage, ja, dann mach doch Spruchtafeln oder irgendwas, dann sagt die Person, ja, ich kann nicht schreiben, auch für den Arsch. Wenn ich Ja. sage, ja, dann schreib doch einen Blog, sagt die Person, ja, ich habe aber nur ein Thema, dann sage ich, ja, davon kannst du auch nicht leben. So, und weißt du, wie ich meine, solche Fragen, und das ist nicht böse gemeint, auch an dich Nee, nochmal, das ist klar. nicht die, also auch für den, also die Person, die Frage gestellt hat, das sind die falschen Fragen. Das sind die fucking falschen Fragen. Ja. Diese Frage stellt man sich nicht. Was soll ich jetzt posten? Nein, man stellt sich die Frage, wo kommen meine Kunden her? Wo erreiche ich meine Kunden? Und dann überlegt man, was kann ich denen da geben? Und wenn er über Instagram sagt, ey, meine Kunden kaufen nicht auf Instagram, ich will einfach nur ein Thema besetzen, ja, dann muss man halt gucken, dass man irgendwie das Thema besetzt und schaut mal, was macht die Konkurrenz? Wie kann ich entweder ähnlich sein oder wie kann ich mich davon abheben? Also, das ist nicht so leicht zu beantworten, aber auch nicht so schwer. Ich sag mal, 15 Minuten, 20 Minuten, wenn man miteinander redet, weiß man eigentlich schon viel, viel mehr. Aber es hat auch was mit der Person zu tun. So. Weißt Auf du, jeden Fall. Auf jeden Fall. das ist doch auch der Grund, warum ich keinen scheiß Online-Kurs mache. Nichts gegen Online-Kurse, aber ich will keine Pauschalberatung machen. Wenn ich es nicht pauschal mache, müsste ich da so viel Zeit reinstecken, dass es sich für mich, dass ich keinen Bock drauf habe. Ja. Weil halt nur solche Fragen kommen, Dicker. Das ist nicht böse gemeint, aber das ist nie die Grund. Die Kernfrage ist nicht, was soll ich jetzt posten? Das ist nicht die Kernfrage. Ja. Sondern wo will ich hin, was will ich verkaufen und passt, kriege ich irgendwie das hin, da ein Format zu finden und macht es überhaupt Sinn? Das, Genau, das hast du super erklärt. weißt du, Das ich hat gehe in schon Unternehmen. 80% der Frage beantwortet, denke Ja, ich weil mal. kein Unternehmen hat ein Problem und auch kein Mensch hat ein Problem mit Instagram. Die haben kein Problem damit und auch kein Instagramer, Influencer, sonst hat ein Problem im Instagram-Algorithmus. Wenn die Frage kommt, aber Dan, der Algorithmus macht alles kaputt, nicht der Algorithmus ist dein Problem. Dein Problem ist, dass du alles auf eine Karte setzt und alles auf eine Plattform und denkst, wenn Instagram dir jetzt nicht mehr den Traffic bringt, bist du im Arsch. Ja, bist du auch, wenn du nicht irgendwo anders noch Leute herholen kannst. Und das ist eher das Problem. Aber Leute denken, mein Algorithmus hat sich verändert, mein Problem. Dein Problem ist, du bist nicht divers aufgestellt. So, und genauso ist meistens nicht das Hashtags-Problem. So, und Ja, auf ja, jeden Fall. muss man vielleicht auch noch mal ganz deutlich sagen. Das hast du super erklärt. Dan, ich danke dir vielmals. Ich freue mich, dass du dabei sein konntest. Ja, danke dir für die Chance, so dabei sein zu dürfen. Und jeder, der den Podcast gehört hat und sich wieder an irgendwelchen Aussagen aufhängt, fragt erst mal nach, bevor ihr irgendwo hatet. Ich will es jetzt noch mal hier direkt sagen. Ich weiß ja nicht, ob du auch so bewirbst und so Zitate rausholst. Manchmal werden so Zitate von mir so online gestellt, Ja, die ich auch ja. so gesagt habe, aber aus dem Kontext gerissen. Checken das manche Leute nicht. Falls ihr es nicht checkt, was ich sage, bevor ihr hatet, fragt lieber noch mal nach. Bewertet nicht von Auf jeden außen. Fall. Will ich nur mal gesagt haben.
Auf jeden Fall. Ich habe ja noch so einen Blog und wenn ich da mal was schreibe, dann gibt es Menschen, die verbringen ihre Zeit damit, meinen Schreibfehler zu korrigieren, anstatt meine Message für sich mitzunehmen oder die Message zu Natürlich. diskutieren. Ja, das ist so. Das ist, will ich auch Aber gar das nicht ist so, groß drüber das reden. Sie gehört haben zu viel dazu. Zeit, meiner Meinung nach. Ich will nur so, wenn es jemand wirklich wissen will, weil ich diskutiere halt nicht im Kommentarbereich. Und wenn jemand wieder mal was drunter schreiben muss, ich gibt da so ein paar Kandidaten bei LinkedIn, die da immer gerne kommentieren und Promo machen wollen. Die sollen, wenn ihr es wirklich wissen wollt und nicht nur Promo auf euren Nacken unter meinen Beiträgen haben wollt, schreibt mich an, dann kann ich euch das gerne nochmal erklären, wenn ihr das ein oder andere Zitat nicht checkt. Ja, Super. nur nochmal gesagt haben als Disclaimer an die ganzen Genau. Hater, die irgendwas dazu, ihren Senf dazugeben wollen. Okay. Ich Das wünsche dir hier ist was. keine fucking Pod, das ist hier kein Podcast und keine Bockwurst. Da will keiner deinen Senf dazu. Geil. Das ist Okay, echt geil. Damit wird der der war nicht Podcast mal gut, der beginnen. Witz. Damit wird der Podcast beginnen. Oh Mann, ey. Denn ich veröffentliche das überall auf Spotify, Apple, Google und so weiter und auch auf YouTube. Darf ich im Thumbnail ein kleines Foto von dir reinmachen? Klar, nimm irgendwas, wo ich ganz gut aussehe. Mache ich. Da wirst Nee, ich du. wollte lieber gefragt haben, weil wenn ich dann nur so ein leeres Bild poste, weil das ist ja nur Ton, ne? Ist das Nö, so nö, manchmal ein kannst bisschen du. komisch. Dann würde Klar, ich so ein. klatsch das drauf. Super. Okay, dann freue ich mich. Sag mir einfach Ja, Bescheid. Dann das mache erscheint, ich das auch Samstag werfen. erscheint das. Ich werde dich in der Story verlinken. Dann kannst du dir das Perfekt, auch. dann teile ich das. Okay, super. Danke dir. Danke dir, hau rein und schönen Tag noch, ja? Gleichfalls, ciao. Ciao.